Servus Kinders und herzlich willkommen zum nächsten Part von Le Bastion mit mir, dem Nerd Rage von Nerd Rage LP. Folgendes vorweg, ja, ich habe letztens leider wieder so eine übelst lange Folge aufgenommen, dank diesem wunderbaren Speichersystem bei Le Bastion. Ich habe mir auch überlegt, gut, wie kann ich das machen? Ich denke einfach, dass ich jetzt immer brav auf die Uhr schaue hier und einfach bei 15 Minuten, egal was gerade ist, einen Cut zu machen. Kurze, ja, professionelle Abmoderation, dann gleich wieder weitermache mit einer kurzen professionellen Anmoderation und das dann so irgendwie auseinanderschneide und dann halt dann zwei Parts hochlade. Aber ich denke einfach, naja, wenn man so das Verhalten von Let's Play-Schauern analysiert, dann ist es ja so, dass man ja doch sowas eher nebenher schaut beim Essen oder, ja, wenn die Freundin mal wieder zu langsam ist, zu langweilig, ach, wie auch immer, egal. Jedenfalls, an dieser Pfeife werden wir jetzt nicht mehr ziehen. Und mit Zulf möchte ich eigentlich auch nicht reden. Aber ich möchte dieses kleine Schweben etwas streicheln. Na gut. Come on, give the little tiger a break. Warum denn? Ach egal. Ja gut, dann reden wir halt. Sheriff Stern. Alter, ich rede mit dem Alten da und irgendwie wird auf Zulf hier fokussiert. Ich weiß auch nicht warum. Oh, Rauchröhre. Fragt Zulf nach der Rauchröhre. Wo hast du sie die her? In der Stadt hieß es immer, der Stoff habe es in sich. Jo, das haben wir schon gemerkt. So, Kinder, hast du schon gesagt, keine Drogen, ne? Keine macht den Drogen. Keine macht den Drogen. Ja, haben wir's? Ja, oh, super. Nein! Nein, nein, nein. The Marshal seemed like a good man, he says. They treated him with dignity. With dignity, ja. War Dignity nicht ein Pokémon? Na egal. Egal. Ich denke, wir haben. Oh nee. Ach, wir haben eins doch. Super. So, tarala. Kleine Animation. Ja. Oh, warte mal. Oh, wir haben. Nee, der Schrein, das war mit diesem komischen Gott da. Glück oder Pech? Nö, ich will jetzt die Gedenkstätte. Weil das war auch vorher schon angeboten und wir haben halt dann hier lieber diese, wie heißt das da unten? Ach, wer stellt hier auch immer Gebäude in den Weg? Fundbüro, genau. So, dann mal zurück und wir reden mit der Gedenkstätte. Ja, Kid can pay respect to the old world and earn it in kind. Ne, was? 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 Eine errichtete, ja, okay. Just another one of my sketches. Nothing more. Habe ich zu wenig Kohle? Nö. Habe ich. Und jetzt? Überragende Fertigkeit mit dem Callhammer beweisen. Lande einen einzelnen vernichtenden Schlag, der bei einem Feind mindestens 70 Schaden verursacht. Okay. Ruhm auf den Übungsgelände ringen. Erringe. Das. Okay. Egal. Hat sich jetzt irgendwas aus der Erde gestampft hier irgendwo? Irgendwie so ein, was weiß ich? Ach, egal. Bevor ich jetzt hier wieder zu viel labere und wir nichts von dem Spiel sehen, werfen wir uns jetzt lieber ganz schnell rein und... Nein. Oh, Callhammer. Das ist... Hä? Das hatten wir doch schon mal. Nee. Ach, hat man doch gar nicht. Ja, egal. Das ist dann wieder so ein Gimmick, was wir machen. Wir gehen hier zu... Langstornfluss. Wie auch immer. Kerngeortet. Er wurde zuletzt auf halber Uferhöhe im Schatten der Prosperklippe gesichtet. Jo, machen wir einfach mal. Ein bisschen Action, bisschen Tüdelü, bisschen von allem. Oh, ein Vogel. Oh, ist ja toll. Bei der ja, irgendwas hat ihn ausgetrocknet, egal. Oh, er fliegt weg. Warum? Ich hatte extra Brot mitgenommen. Brotkrumen in Honig getunkt. Wie auch immer. Jedenfalls, was ich noch ganz Tolles rausgefunden habe, was mir sehr viel Stress gespart hätte. Escape drücken. Zurück zur Bastion. Ja, völlig richtig. Meine Güte, da hätte ich schon viel abbrechen können. Einfach rechtzeitig. Egal. Jetzt wissen wir das auch. Jetzt, ja, schweben wir erstmal wieder Richtung nichts, weil wir es können. Ach, wie auch immer. So, was ist das hier? Oh, wir verletzen uns natürlich gleich wieder. Ja, wisst ihr, ich möchte die Spannung oben halten, deswegen verletze ich mich immer selbst. Das hat schon Sinn, was ich hier mache. Das kann ich gar nicht zerstören. Okay, gut, dann geht mir aus dem Weg. Geh du mir auch aus dem Weg. Und du auch. Und bitte, versperre mir nicht. Danke. Ach, wie süß. Warte mal. Oh. Nö. Komm her. Boot, 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 boot. Ah. Oh, warte mal. Habe ich was getroffen? Oh, 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 oh. Boah, gerade noch.
Wo ist der zweite? Was macht der da kaputt? Spinnt der? So, auch kaputt. Etwas zum Trinken. Und ich... Komm nur her. Mein Gott, was machst du denn? Was macht der denn? So, auch... Oh nee, jetzt fliegen sie... Oh. Warte, ja, ja, ist schon klar. Aber da hat gerade was auf mich geschossen. Ich würde da gerne... Ach egal, wir sind mal ganz, mutig. Und guck mal, was passiert. Wow. Gehst mal weg hier. Maybe Nelly knows the way to the core. Maybe she can slip right past all the clamor on the coast. Ja. Or maybe not. A security skiff. Oh, Abwehr. Oh, Konter, Konter. Bah. Bam. Nelly's just another windbag to those guns. Bam. Oh. Bam. Nee. Schneller. Oh Gott, jetzt halt endlich. Alter, 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 alter. So, Special-Attacke. In your faces. Warum bekämpfen die sich gegenseitig? Muss ich das kapieren? Ah, nein, 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 nein. Oh, nein. Ja, komm, versuch dein Glück. Komm, Konter. Bam. Oh, oh. Aber die an sich ist cool. Ja, super. Wir heilen uns mal ganz gut. Glück. They try to knock her out. Bip. Alter. Komm her, komm her, komm her. Oh. Alter, jetzt kommst du her. Well, we've been tries harder. So, der ist wieder gut. Das war sogar intensiv, habt ihr gesehen? Ich hab was Intensives gemacht. Mann, bin ich intensiv. Alter, was ist das denn jetzt? Ach, wir sind irgendwo reingerast und wir trinken doch mal hier etwas. Aber ist schon cool, ne? Öfter mal was Neues. Jetzt sind wir... Ach so, der da hinten macht alles kaputt, aber er ist jetzt auch tot. Er muss dafür bestraft werden. So, das haben wir auch gemacht. Ich möchte jetzt echt langsam mal diese Menschenmenge haben, wo ich mich suhlen kann da drin, weißt du? Nein. Boah. Aber ich habe einen Konter gemacht. Nein! Weißt du? Mir zujubeln, das ist so wie ein was? Welcher Fable? Fable-Teil war das? Ich glaube, das war der zweite, wo du immer auf so einer Heldenstatue gestanden... Oh Gott, was labe ich denn? So auf dem Podest gestanden bist und dich feiern lassen konntest, was wirklich sehr cool war. Und da möchte ich jetzt nicht entlang, weil ich glaube, da bricht wieder alles zusammen. Deswegen gehe ich hier entlang. Was ist das denn? Kann ich da... Oh, Waffenlager. Oh, verdammt. Das ist jetzt gerade so, als hätte ich eine Waffe vergessen irgendwo. Das gefällt mir gar nicht. Habe ich das? Nö. Ach, nö. Nö. Ich glaube nicht. Ist auch egal. So. Wir bewegen uns jetzt ganz schnell darüber, oder? Es bricht doch bestimmt zusammen. So. Bam. Bam. Oh. Bam. Bam. Gut, jetzt hat. So. Uncool. Oh, cool. Tontrauben schießen. Oh. Alter, okay. Machen wir mal ganz kurz. Und nochmal. So. Nochmal? Komm, ich habe noch eine Attacke, habe ich noch frei. Langweilig. Und das soll uns aufhalten. Ganz ehrlich, Kinders. Das soll uns aufhalten. Da glaube ich mal nicht so. Und es sind schon 8 Minuten vorbei. Okay. Naja. Dann mal zurück. Stopp. They've been watching his every move. Oh, aber die greifen auch hier an. Ist, oh, verdammt. Ah, komm her. Komm, du hast sowieso keine Chance. Ich finde es echt witzig, dass sie sich gegenseitig angreifen. Und wir helfen auch einfach mal. So, komm zurück. Butt, butt, butt. Ah, ich glaube, da wäre jetzt... Oh. Da wäre jetzt dieses Streugewehr nicht blöd. Aber ganz ehrlich, wir sind da sowas von männlich. Wir strotzen vor Testosteron und deswegen machen wir das mit unserem Einzelschussbogen, weil wir es einfach drauf haben, oder? Ja, sowas von drauf. Also wenn wir es nicht drauf haben, dann weiß ich auch nicht. So, die Frage ist jetzt gerade bloß, wohin mit diesem ganzen Testosteron? Ich muss es ja irgendwo auslassen. Ich denke mal, ich muss mich echt wieder zurückbewegen, oder? Richtung was weiß ich was. Egal. Ne, so viel zum M. Genau, hier ist jetzt wieder was hingekommen. Und das brauchen wir eigentlich nicht, aber naja. Machen wir erstmal das hier kaputt. Oh, er ist verliebt. Na super, dass ich... Ach, ist ja cool.
Es liebt uns. Na gut, dann mal los. Fliegen wir wieder eine Runde und stellen uns genau hier dazwischen. Das ist wahrscheinlich gar nicht mal so verkehrt. Ja, okay, vielleicht hätte ich da jetzt echt die Streukanone mitnehmen sollen, aber naja. Ja, ja, komm, geh weg. Ja, ihr könnt doch nichts, ihr könnt doch nichts. Was könnt ihr denn? Fast wieder zu langweilig. Oder es ist langweilig. Gib es zu, es ist gerade voll langweilig. Und unsere Türme haben auch noch voll viel Leben. Boah, hier nicht... Schlecht. Schlecht. Konter. Konter. Okay, wir machen das vielleicht doch so. Das ist schlecht, weil ich glaube, die Dinger machen da drüben echt meine Türme kaputt. Die kaputt. So. Jetzt lass meinen Turm in Ruhe. Du auch. So. Lol, die hacken hier einfach auf mein Schiff ein. Ich bin hier der Captain. Lass mein... Oh, fuck. Verdammt meine ich. Mist. Wow. Ich darf nicht immer diese... Boah, jetzt hörst du auf. Nein. Ah, das ist jetzt echt lächerlich, oder? Von so einem billigen etwas fertig gemacht. Jetzt komm, jetzt hacken wir dich. So. Super. Alles kaputt hier. Nur wegen so einem einzigen unwitzigen... Alter, wow. Ich glaube, wir machen jetzt hier richtig Party mit der Geschwindigkeit. Das ist der neue deutsche Partybus. Wir ragen jetzt gerade durch etwas Undefinierbares. So, und wir haben wieder etwas... Alter, jetzt... Ah. Komm, Konter, Konter. Konter, geht doch. Alter, lebt noch. Jetzt ist Konter! Na, komm schon. Alter, die sind ganz schön nervig, ehrlich gesagt. Wow. Jetzt komm her. Da. Kids, shoes them off. No one will be back. Kommt her. Alter, muss jetzt hier sowas runterfallen? Was? Abgeschlossen, die Bringer? Die Bringer. Ach so, das war positiv. Okay. Öffnen. Habe ich da jetzt wieder irgendwas vergessen einzusammeln? Warte mal, wie viel? 12 Minuten 54. Ich darf diesen Punkt nicht übersehen. Ich übersehe den so gerne. Dass wir heute wenigstens mal wieder eine 15-Minuten-Folge haben, ja? Ihr wollt ja nicht zu viel Gedöns von mir haben, weil sonst wird es ja langweilig, ganz ehrlich. Übrigens, Prosper-Klippe, was auch immer das ist. Ich höre seit Part 1 sowieso dem Erzähler nicht zu. So daher... ja. Keine Ahnung, wo ich jetzt wieder gelandet. Egal, wir hacken uns einfach mal ganz stumpfsinnig weiter hier durch die Welt und töten den ersten Vogel, der uns grüßen möchte. Wahrscheinlich wollte er eigentlich nur mit uns reden. Es ist ein Papagei. Whatever. Komm, stirb. So. Aber ganz ehrlich, die Vögel nerven. Die sind ganz schön mächtig, muss ich sagen. Komm ich nicht durch, oder? Nee. Und leider, glaube ich, haben wir in der anderen Welt gerade wieder was übersehen. Okay, und hier ist wieder so ein Schalter. Okay, was schaltet er denn? Keine Ahnung, ich glaube das Tor, oder? Ich kombiniere einfach mal. Richtig. Oh, was ist das denn? Kann man das essen? Hallo? Oh, super, es vergiftet mich. Oh Mann, bin ich glücklich. Kommt jetzt sowas auch noch. Oh, nice. Das ist hier so eine Art Flusslandschaft jetzt endgültig. Man glaubt es kaum. Und hier ist alles vergast. Ich gehe da mal außen rum, ich hab Schiss. Na super. Oh, ist das anstrengend hier durch über diese dünne Luftbrücke. Umschalter. Nee, Kinders, ich gucke jetzt hier erstmal nochmal weiter. Nicht, dass ich jetzt wieder irgendwas übersehen habe. Oh, und jetzt bin ich einfach durchgerannt. Na toll. Und, oh, boah, fast wieder runtergefallen. Heiligs Blechle. Und da hängt ein Sack. Ein Boxsack. Na, leider kann ich jetzt gerade nicht boxen. Boah. Yeah, that's the one. Okay, wir bemühen jetzt, uns hier nicht runterzufallen. Okay, das ist perfekt eigentlich. So, Kinders, wenn ich das geschafft habe. Ja, wir befinden uns jetzt genau bei der 15. Minute.
Ich mache jetzt hier einen Cut. Ich bedanke mich, dass ihr mal wieder hier zugeschaut habt bei Nerd Rage LP. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch wirklich gefallen hat, dann liked es. Wenn nicht, dann disliked es natürlich auch gerne. Ich bin noch nicht böse, aber bitte auch mit Kommentar, also einer Begründung, weil ich bin ja lernfähig, ja. Und ich weiß, ich mache bestimmt noch vieles falsch. Dann bis zum nächsten Part. Servus.